möchte euch begrüßen zu der 1. Mai-Degustation. Dieses Jahr ganz anders, wegen diesen Ausnahmebestimmungen. Wir sind hier im hinteren Stadtberg, Zeglisau, im Rebhäusli von einem Mitglied unserer Weinbaugenossenschaft. Wir sind 11 Mitglieder, bewirtschaften ca. 3 Hektare Reben bewirtschaften hier in Zeglisau. Und den Wein lassen wir auch in Zeglisau kälter bei den einheimischen Winzern. Also der erste Wein, den ich euch vorstellen möchte, wäre der Federweisse 2019. Der Federweiss ist ein fruchtiger, schöner Aperowein geworden. Er hat ein bisschen Restsüße drin und eignet sich gut für draussen auf der Terrasse. Er passt auch zu Käse und zu Antipasta vor dem grossen Grillade, wo man nachher auf den Rotwein umsteigt. So, jetzt sind wir im Degustationsraum von der Weinbaugenossenschaft an der Stadtbergstrasse. Wir kommen hier zum zweiten Wein, den wir vorstellen dürfen. Das ist der Pinot Noir, ein Blauburgunder. Das ist ein kraftvoller, ehrlicher, geschmeidiger Blauburgunder. Der passt zu Fleisch, zu Käse oder auch ein Feierabendwein, den man noch nach dem Arbeiten kann nehmen kann, um den Abend einzuläuten. So, wir sind jetzt hier im Verkaufsräumli, im Trottenstübli und stellen hier noch den dritten Wein vor. Das ist unser Pinot Noir Auslese. Die Auslese ist in einem alten Holzfass ausgebaut worden. Er ist kraftvoll und hat eine leichte Krisennote und ist gut zu rotem Fleisch, Wild und Lamm. Wir haben für Sie ein Pack zusammengestellt zum Spezialpreis von diesen drei Weinen, die wir jetzt degustiert haben. Ich wünsche euch viel Spass beim Trinken und danke vielmals. Auf Wiedersehen.